Leute, jetzt gibt es wieder eine Runde Lediere und zwar mit Dingen, die du nie verstehen wirst. Oh, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die ich bis heute noch nicht verstanden habe. Mal gucken, ob das dabei ist. Hey Leute, mein Name ist Lina und willkommen zu einem neuen Video. Dinge, die du nie verstehen wirst. Und dieses Video mache ich wirklich nur aus dem Grund, weil ich viele Fragen habe, auf die ich keine Antwort finden kann. Und das lässt mich nicht in Ruhe. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen, auf all diese Fragen eine Antwort zu finden. Nee, ich bin ein bisschen dumm. Zum Beispiel, wie verteilen Lehrer bitteschön Noten, wenn zwei Schüler mit der gleichen Punktzahl zwei unterschiedliche Noten erhalten können? Das ist wirklich true story, Bro. Die Vergabe von Noten bei manchen Lehrern, nicht bei allen, habe ich in meinem Leben auch nie verstanden. Also das ist manchmal so die Vergabe von mündlichen Noten, checke ich bis heute nicht. Also das war auch einfach das, also... Ich kann mit euch wetten, Leute, sie würfeln unsere Noten. Oder ja, gefühlt bei manchen auf jeden Fall, Alter. Zahlen. Ja, kennt ihr das auch? Oder auch so eine Situation, die jeder kennen wird, der früh mit dem Bus fahren muss. Ist euch auch schon mal aufgefallen, dass verdächtig viele Omas mit solchen großen Taschen mit zwei kleinen Rädern dran früh die gehen einkaufen fahren müssen? Wohin fahren sie denn nur alle? Haben sie vielleicht irgendwo einen geheimen Club oder so, in dem sie gemeinsam die Welt regieren? Und wir beschuldigen dann die arme Familie Rothschild, wenn irgendwas passiert. Aber jetzt wissen wir es ja. Das machen alles Omas. Wie alt ist Frau Merkel überhaupt nochmal? So nebenbei. Und dann noch die... Gute Frage, wie alt ist Angela Merkel? 100. Zweite wichtige Frage, wo bleiben verdammt nochmal in dieser Zeit die Opas? Ich nehme mal an, also so wie es aussieht, werden sie in diesen großen Taschen transportiert. Ihr fragt, wieso, wozu, warum? Ich weiß es auch nicht, fragt die Omas. Ich glaube, die wollen einfach schwarz fahren, um damit Geld zu sparen, welche sie für ihre Weltregierungspläne brauchen. Und das alles hier ist erst der Anfang. Es kommen jetzt noch weitere Dinge, die viel komischer sind. Also, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Oben und ich glaube, mach ich. Das, was ich noch nicht gemacht habe. Abonnieren und liken, Leute, ne? Nicht vergessen, immer rein da. Die UFO- und Yeti-Aufnahmen. Leute, wir leben im 21. Jahrhundert. Unsere Smartphones haben Kameras mit bis zu über 20 Megapixeln und einer verdammt guten Zoom-Funktion. Die Qualität der Bilder ist so perfekt geworden, dass man jedes einzelne Haar oder sogar jede einzelne Pore auf der Haut sehen kann. Aber kann mir bitte irgendjemand erklären, warum die Fotos, die von UFOs oder Yetis gemacht wurden, eine solch beschissene Qualität... Ich muss sagen, ich glaube, es gibt UFOs, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie, also jetzt nicht unbedingt, dass UFOs hier uns ausspionieren und sonst was, aber dass es anderes Leben im Universum gibt, ist, glaube ich, von der Wahrscheinlichkeit her super realistisch und super hoch. Bei Bigfoot und dem Yeti und so weiter glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein unfassbar haariger Mann. Oder Frau. Haben diese Menschen, die solche Fotos machen, etwa immer zwei Handys dabei? Ein gutes Smartphone und ein Nokia 3310 mit der 2-Megapixel-Kamera, welches sie immer zuerst aus der Tasche rausholen. Das 3310 hatte doch, glaube ich, gar keine Kamera, oder? Wenn Ihnen mal ein UFO begegnet, kann mir das bitte irgendjemand erklären? Was ist das hier zum Beispiel, bitteschön? Das kann doch alles Mögliche sein. Zum Beispiel eine vorbeifliegende Unterhose aus dem Rotlichtviertelfenster. Ich meine, eine 2-Megapixel-Kamera lässt doch absolut alles verdächtig und mysteriös aussehen. Selbst mich. Hier, schaut euch das an. Ja, viele von euch werden jetzt sicherlich sagen, Lina, diese Fotos von UFOs und Yetis sind größtenteils im 20. Jahrhundert entstanden. Da gab es noch nicht so gute Kameras. Zweitens, Taubenbabys. Leute, habt ihr schon mal irgendwo auf der Straße einfach mal so Taubenbabys gesehen? Nein. Ich zum Beispiel nicht. Aber wenn du jetzt diese Frage mit Ja beantwortet hast, dann muss ich dich leider enttäuschen und dein Weltbild vollkommen zerstören. Sperlinge sind keine Taubenbabys. Sorry, aber es ist so. Wir werden von den Tauben einfach dazu gezwungen, sich als Taubenbabys auszugeben. Ich habe noch nie in meinem Leben Taubenbabys gesehen. Ich muss aber auch sagen, tut mir leid, Leute. Ich bin echt ein großer Tierfreund, aber Tauben gehen mir oftmals schon richtig auf den Sack. Vielleicht auch dadurch, dass ich schon mal von einer angeschissen wurde, als ich glaube ich... war gerade beim Friseur, damals habe ich noch in Hamburg gewohnt und dann, glaube ich, auf dem Weg vom Friseur, weil ich bin dann immer nach Wandsbek gefahren und musste dann wieder zurück und da hat mir so eine Taube hier so auf die Schulter geschissen. Alter, es war das schlimmste Gefühl ever. Oh Gott, es war so ekelhaft und Tauben haben ja an sich auch keinen richtigen Nutzen, oder? Gut, irgendein Grund wird es schon geben für Tauben, aber ich finde die einfach unsympathisch. Die sind auch, also, in Hamburg waren die auch immer ein bisschen aggressiv teilweise, wenn die irgendwie so Futter oder so haben wollten. Damit bei den Menschen keine unnötigen Fragen entstehen, wo sich die echten Taubenbabys befinden. Ich weiß zwar nicht, ja, aber wo sind die denn jetzt? Aber irgendwas ist hier eindeutig faul. Vielleicht ist hier sogar der geheime Oma-Weltregierungsclub mit eingemischt. Und die Omas nicht umsonst jeden Tag in den Park gehen, um dort die Tauben zu füttern. Das Ganze ist wieder so verdammt verdächtig und verwirrt. Denk, Lina, denk nach. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich, was denn in Wirklichkeit abgeht. Die Taubenbabys werden von den Omas in geheimen unterirdischen Laboren zu Brieftauben ausgebildet, um dann eine weltweite Granny-Verbindung aufzustellen, über die sie unkontrollierbar kommunizieren.
Sag mal, was ist... Verdammte Genies seid ihr, Omas. Verdammte Genies. Und was denkt ihr zu diesem Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. Und ich gehe in die... Ich glaube einfach, die haben so ganz gut versteckte Dinger. Bei mir auf dem Balkon haben die auch mal probiert, ein Nest zu bauen. Die blöden Tauben. Und haben dabei alles vollgeschissen. Zeit meine Oma anrufen. Mal sehen, was für Ausreden sie sich ausdenken wird. Drittens, Mädchen und die Toilette. Jeder Junge hat sich bestimmt schon mal diese eine Frage gestellt. Warum Mädchen immer zusammen auf Toilette gehen? Warum gehen Mädchen eigentlich immer zu zweit, zu dritt oder zu viert auf Toilette? Bestimmt, um ein bisschen zu quatschen, oder nicht? Und dann vielleicht nochmal irgendwie, weiß ich nicht, ist ja... Sorry Mädels, aber ich werde dieses Geheimnis lüften. Oh, wir haben das jetzt lange genug verheimlicht, das reicht langsam. Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich... Ich sag, die haben bestimmt immer Snacks dabei. Und dann gibt's gehört, ziehen die sich schön so ein Big Mac rein. Eigentlich ganz simpel, wir haben einfach... aufs, damit die uns... Was? Nicht auf uns ganz... Weißt du? Jetzt wisst ihr Bescheid, Jungs. Nicht. Ihr könnt jetzt ruhig ausatmen, Mädels. Das bleibt unter uns. Und ihr Jungs glaubt einfach weiter daran, dass wir Mädchen uns gegenseitig an den Händchen halten, um die Balance einzuhalten, um ja nicht auf den dreckigen Toilettensitz zu kommen. Aber wir Mädels wissen ja ganz genau, dass es nicht so ist. Viertens, das Popcorn. Was? Das ist einfach die mysteriöseste Sache, die mir immer und immer wieder passiert. Wenn ich mir im Kino Popcorn kaufe und es schon nach der ersten Werbung, die vor dem Film gezeigt wird, verschwindet. Das ist mir auch schon, ey. Wenn man dann so im Kino sitzt und... Schlimmer ist es aber, Nachos. Und früher als Paletto noch Student war und das Geld sehr, sehr knapp war und man sich wirklich, weil die Nachos waren, glaube ich, echt schon teuer. Und dann Nachos mit Käsedip und man hat sich richtig was gegönnt und dann waren die einfach schon so schnell weggeatmet, die Nachos. Dann hing man da die ganze Zeit. Also Popcorn war da meistens die bessere Wahl. Aber die Preise im Kino waren auch immer krank. So Popcorn und so ein bisschen Cola für gefühlt 40 Euro. Kennt ihr das auch? Ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es etwas Paranormales ist. Ein Fall für Ghostbusters. Also an mir kann das ganz bestimmt nicht liegen. Oder sehe ich etwa wie ein Mensch aus, der innerhalb weniger Minuten einen ganzen Eimer Popcorn aufessen kann? Ja. Also echt nein. Das ist genauso wie mit Schokolade und Taschengeld. Wohin verschwindet das? Und vor allem so schnell. Schreibt mal bitte unten. Boah, ich habe letztens mir so eine kleine Tüte M&Ms geholt, weil ich so richtig Bock drauf hatte. Boah, die habe ich innerhalb, ey, bestimmt von einer Minute oder so weggeatmet. Oh, war aber auch geil, lecker. Los. In die Kommentare, ob ihr das auch kennt und was ihr dazu meint. Fünftens, die Torte. Und wenn wir schon bei dem Thema Essen sind, indem ich, wie ihr wisst, ein richtiger Profi bin, ist mir ebenfalls eine sehr verdächtige Sache aufgefallen. Kennt ihr das auch, wenn man eine ganz kleine Torte, nur so 400 Gramm, auffuttert und ganze 10 Kilogramm zunimmt? Wie ist das möglich? Was? Also ich esse zwar auch gerne Kuchen, aber eine ganze Torte wegballern? Das habe ich bis dato noch nicht geschafft. Wo ist das bitte schön logisch? Wir ignorieren mal einfach die ganze Wissenschaft mit den Kilokalorien und so weiter. Aber warum kann das nicht einfach andersherum funktionieren? Warum kann ich nicht 10.000 Schritte machen, indem ich 2 Schritte mache? Oder am besten liegen bleibe? Elon Musk, was hast du dazu zu sagen? Du bist doch so schlau. Diese Welt ist so unfair und böse. Ich habe mir letztens einen angeblich effektiven Abnehmtee gekauft. Und ein paar Wochen später ist mir aufgefallen, dass ich nicht abgenommen, sondern zugenommen habe. Ich habe natürlich sofort das Supportteam der Teefirma kontaktiert und mich darüber beschwert, dass sie ihre Kunden verarschen. Ich habe sogar mit einer Anzeige gedroht. Doch im Endeffekt haben wir den Grund für meine Gewichtszunahme gefunden. Es hat sich herausgestellt, dass man den Tee am besten ohne Kekse trinken soll. Aber das stand ja nirgendwo auf der Verpackung drauf. Und demzufolge ist das nicht meine Schuld. Und außerdem ist es ein herzloses Verbrechen, Menschen vor so eine Auswahl zu stellen. Kekse oder Abnehmtee. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wofür... Ja, ich finde das auch. Die ganzen leckeren Sachen haben alle immer so viel Kilokalorien und machen dick. So Donuts, wie sie schon gerade gesagt hat, Kekse, Schokolade, immer die leckeren Sachen. Junge, obwohl eine Karotte, ich meine, eine Karotte ist auch lecker, aber mein Kopf... Also man wird für so eine Karotte im... Also mein Belohnungssystem und so weiter, das kannst du ja nicht mit einem Donut vergleichen. Also ein Donut oder ein Stück Karotte oder so. Ich esse beides gerne, klar. Aber natürlich baller ich mir lieber so einen geilen Donut rein. Oder so ein leckeres, keine Ahnung, Ben & Jerry's Eis. Für ich mich entschieden habe. Psych! Natürlich der Keks, also ich bin doch nicht verrückt. Und ja, wenn du dieses Problem nicht kennst und einen extrem übertrieben guten Stoffwechsel hast, dann... Ja, das ist auch das Unfairste. Manche Leute mit so einem krassen Stoffwechsel. Ich hab so ein Ding, bei mir ist es so, ich baue
super leicht Muskeln auf, aber ich nehme auch super easy zu. Bei mir ist es auch so, ich mache circa 3 bis 4 Mal die Woche Sport. Allerdings ist das große Problem, ich esse halt auch super gern. Hier im Süden gibt es so leckeres Essen, so leckeren Obst, so lecker Brezen und so weiter. Und da gönnt man sich halt mal hart. Das ist mein großes Problem. Das muss ich vielleicht auch, das muss ich ein bisschen mehr in den Griff bekommen. Glückwunsch, du bist nämlich die Person, die von ihren Freunden dafür heimlich gehasst wird. Yay! Und sechstens, diese Sache werde ich nie verstehen. Ich finde es nämlich übertrieben komisch und unkorrekt, wenn der Abo-Button unter diesem Video immer noch rot ist. Das ist er nicht. Das Schlimmste, was ich überhaupt passieren kann. Er ist nicht rot. Ich habe ihn gedrückt. Dass du ein korrekter Typ bist und der Abo-Button bei dir bereits schon grau ist. Ja, ist er. Bei dir auch wirklich. Ist euer Button, Leute. Wie sieht euer Button aus? Schön drücken, Leute. Leute, falls euch das Video gefallen hat und ihr einen weiteren Teil davon sehen möchtet, dann lasst einen Daumen nach oben da. Hab ich, danke.